Meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stehe heute von seinem YouTube-Kanal Modbox das nordamerikanische Schuppenpaket vor. Dieses Pack wird uns zur Verfügung gestellt von BC Bula und Serious Mods, und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieses Gebäudepack für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Ja, auch ihr und wir können uns noch Modder runterladen. Gut, dieses Pack beinhaltet einiges an Schuppen, wobei letztendlich gibt es nur zwei verschiedene. Einmal diesen Holzschuppen mit dem Doppeltor hier, oder dieses mit Metallschuppen quasi auch mit den Türen und Toren. Ne, die ihr beide separat öffnen und schließen müsst. Ihr könnt es nicht als eins öffnen, so, um die beiden zu öffnen. Hier hinten ist keine Durchfahrt, das ist halt ein bisschen was anderes. Hier. So, texturtechnisch muss ich sagen, das Schöne ist, ihr könnt die Farbe wählen, es gibt mehrere Farbauswahl, die zeige ich euch gleich. Und ihr werdet euch erschrecken, es gibt gefühlt 8 oder 9 Hallen, die unterscheiden sich nur dezent. Hier ist es halt die Durchfahrgeschichte, beziehungsweise hinten dicht. Und bei denen ist es so, gibt es den Unterschied, dass man halt diese Holzfarben, die hier so gelblich wirken, kann man ändern, und das grüne halt beim Platzieren. Und hier ist halt blaues Holz mit roten. Aber das zeige ich euch gleich nochmal kurz bei der, wenn wir es konfigurieren und platzieren würden, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Sonst muss ich wirklich sagen, ist es eigentlich eine schöne Halle. Es ist auch natürlich, wie ihr schon gehört habt, nordamerikanisch. Das heißt, für alle Freunde, die auf amerikanischen Maps spielen, genau das Richtige. Gerade diese Metallscheune ist ja so wirklich typisch amerikanisch gefühlt. Auch texturtechnisch muss ich sagen, ist es in Ordnung. Die Farben, die auswählbar sind, sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die auch recht grell sind. Aber das finde ich in Ordnung. Und die Metallschuppen, die hätte ich mir eher so ein bisschen angetan. Den finde ich wirklich gut. Ja, ich zeige es ganz mal im Shop, um es ein bisschen mal zu vereinfachen. Ihr findet es natürlich unter Gebäude, unter Hallen. Und hier hinten seht ihr schon, geht's los. Ne? Da habt ihr den ersten Schuppen nicht zum Durchfahren. Und hier ist dieser Schuppen mal mit Durchfahrhalle. Haben wir ja beide hier stehen. Bei denen ist es so, ihr seht die Kosten als gleiche. Hier ist nur der Unterschied. Ihr habt jetzt hier dieses gelbliche Holz, hier ist blaues Holz, grünes Holz. Ne? Es ist halt nur so diese Holzstruktur, die dahinter verbirgt, ist ein bisschen andere. Ne? Ihr seht hier rot, dunkelgrün, nochmal dunkelgrün. Ne? Das ändert sich, und mit der Taste M und N könnt ihr die Farbe wechseln. Ne? Damit ihr es mal gesehen habt, was da so möglich ist. Aber es sind halt wirklich so ein bisschen extreme Farben. Ne? Oder es ist halt arg dunkel. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Hier haben wir natürlich nur so ein helles Holz dabei. Ja, dann macht so ein Grünfeld schon mehr her. Ja, aber es ist natürlich eine Geschmackssache. Und kostet halt 32.500. Oder halt, wenn ihr jetzt sagt, ne, ihr wollt den Holzschuppen, also den Metallschuppen haben, sind mit 25 bzw. mit 27.500 dabei. Hier gibt es aber keine Farbmöglichkeit. Das ist halt ein Metallgehäuse, ne? Typisch amerikanisch halt den Moment. Ja, ihr habt gesehen, Türen und Tore lassen sich öffnen und schließen. Ne, das passt soweit. Und der Textur, den haben wir schon besprochen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch die Kommentare vorschreiben, wie ihr das findet. Gerade für Freunde, die amerikanische Maps spielen, schreibt mal rein, ob ihr die benutzen werdet. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es ruhig, kostet euch kein Geld. Einfach die Glocke aktivieren mit einem Klick. Kostet euch keinen Cent, einen Klick. Und dann kriegt ihr von uns immer eine Information, sobald neue Mods kommen, die wir euch vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, schaut natürlich gerne rein. Würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich euch. Hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.